Moin Moin aus Hamburg. Wir heißen Axel. Heute geht es um ein Thema höhere Bußgelder. Bleibt dran, ganz spannend, bleibt dran. Axel, jetzt wird's teuer. Ob ich das so spannend finde, weiß ich gar nicht. Ja, aber der neue Bußgeldkatalog ist sozusagen durchgewunken. Ja. Bundesrat stimmt dem Bundesministerium zu. Und jetzt langwierige Verhandlungen. Jetzt ist es soweit, jetzt kostet das alles Geld. Wer innerorts 16 bis 20 km/h zu schnell fährt, muss dann 70 Euro zahlen, doppelt so viel wie vorher. 16 km/h. Ich habe gerade in der Vorbereitung dieser Runde gesagt, was ist denn, wenn ein Radfahrer mit 50 km/h durch die Zone 30 fährt? Radfahrer sind von der StVO ausgenommen und dürfen in einer 30er-Zone 40 oder 50 fahren. Das dürfen die? Ja. Warum? Weil das in der Straßenverkehrsordnung geregelt ist, dass es sich um motorisierte Fahrrad oder elektrisch betriebene Fahrräder handeln muss. Aber ein Fahrrad ist explizit ausgenommen, habe ich gestern gerade gehört. Herr Professor Schreckenberger hat einen Vortrag gehalten über Staus und über Entstehung von Staus und hat nebenbei mal erwähnt, dass wir noch eklatante Gesetzeslücken haben. Das heißt zum Beispiel, dass Fahrradfahrer sich nicht an Geschwindigkeitsregeln halten müssen. Aber er sieht es auch als Gesetzeslücke. Ja, natürlich, klar. Ja. Na klar. Aber wie das so ist, also ja. Er wird auch immer als Experte für den Bundesrat oder für die Bundesregierung angezogen, sagt aber, manchmal interessiert seine Meinung auch nicht. Also er wird rangeholt, fährt hin, kriegt auch Geld dafür, aber man hört ihm nicht zu. Kann alles mal passieren. Aber die höheren Bußgelder sind natürlich jetzt im Moment unser Thema und da geht es jetzt richtig in die Vollen. 200 bis 300 Euro kostet das, wenn du keine Rettungsgasse bildest. Aber übrigens, das mit den Fahrradfahrern gilt, Paragraph 1 gilt auch für Fahrradfahrer, gegenseitige Rücksichtnahme. Sie dürfen auch immer nur so schnell fahren, wie sie das Ding noch im Griff haben. Das gilt natürlich schon, aber du kannst halt, wenn du sagst, das ist alles frei, kannst du damit 50 durchballern, wenn das Ding halt 50 fährt. Die Rettungsgasse für Radfahrer. Rettungsgasse für Radfahrer müsste man nochmal explizit nachfragen. Aber was ich ganz interessant finde, deshalb ist es auch zumindest aus meiner Sicht ein bisschen alles hat viele Kanten und Ecken, dieses ganze Bußgeldthema. Es kostet jetzt, hat sich heute von 20 auf 100 Euro, wenn die Lärm- und Abgasbelastung zu hoch ist. Also die Poser hier in Hamburg an der Alster, die mit ihren offenen Autos da über an der Binnenalster längs heizen, was ja nun wirklich nicht Not tut, die haben bislang ja nur 20 Euro bezahlt, oder was? Ja, wenn das Ding in Ordnung war und das Auto nicht aus dem Verkehr gezogen wird, wie heißt technischer der? Mängel. Der Torwart aus Bremen. Wiese. Tim Wiese. Den haben sie da abgeschleppt mit seinem Lamborghini. Haben sie das ganze Gut, das Auto war dann wahrscheinlich teurer als 20 Euro. Aber das sind doch Dinge, die hätten schon immer 100 Euro kosten können aus meiner Sicht. Aber 16 km/h zu schnell, ich meine... Parken auf Schwerbehindertenparkplätzen von 35 auf 55. Feuerwehrzufahrten von 55 auf 100. Also ja, es sind aber trotzdem schon ganz schön eklatante Erhöhungen. Aber trotzdem im Vergleich zu Europa soll es wohl immer noch recht human in Deutschland sein. Ist so, wie es ist. Ein anderes Thema gestern, Axel. Ich habe mal gesagt, ich wünsche mir so den siebten Sinn zurück. Also wenn unseren Zuschauern werden das ja nicht mehr so viele kennen. Aber es gab vor der Tagesschau früher immer eine Verkehrsregelsendung. Ich glaube, vorher schon. Nee, das war, glaube ich, vor der Tagesschau. Ja. Und dann wurden so Verkehrsregeln erzählt. Und damals, als die Gurtpflicht kam, dass man den Gurt anschnallen soll. Und damals auch noch viel frauenfeindliche Sachen, dass Frauen nicht einparken können und so. Also wieso das war feindlich? Geht heute nicht mehr. Aber ich musste mich gestern belehren lassen. Sowas geht heute nicht mehr. Die Leute wollen sich nicht belehren lassen. Gut, kann man so sehen. Wir sind aber, glaube ich, nicht alle schlau genug. Und wenn man um den toten Winkel eines LKWs mal eine Sendung macht, wo der Fahrradfahrer dann besser nicht hinfahren sollte, oder wenn man zeigt, was gestern dieser Professor gesagt hat, wie man einen Stau vermeidet oder wie er besonders lang wird, indem man einfach die Abstände nicht einhält, Reißverschlussverfahren. Sowas würde ich mir eigentlich wünschen, dass das immer mal wieder sozusagen ins Gedächtnis der vielen Fahrrad- oder Autofahrer kommt, deren Führerschein halt schon mal länger zurückliegt. Und selbst wenn die letztes Jahr gemacht haben, ist es doch nicht schlecht, ab und zu noch mal wieder erinnert zu werden an Regeln, die man vielleicht gar nicht kannte oder schon wieder vergessen hat. Dazu sagen,
man soll die Leute nicht belehren, finde ich eigentlich schade. Genau. Und bevor die Börsennachrichten um 20 Uhr kommen, die höchstwahrscheinlich 1% der Bevölkerung interessieren und davon auch 90% das nicht verstehen, dann könnte man lieber Verkehrsregeln erklären. Und hinzu kommt, Axel, der siebte Sinn hatte ja früher enorme Einschaltquoten. Ja, natürlich. Nicht? Also es ist ja nicht so, dass das nur 100 Leute geguckt haben. Ich kenne noch die Melodie, wenn ich jetzt singen könnte. Das ja, ist ja bekannt. Lass es, Axel, bitte. Kann ich man könnte ja auch diese Ampel, die jetzt immer kam, die kann man ja so lassen, auch wegen der Regierung und so. Das passt ja alles. Ja, natürlich. Also das war damals eine tolle Geschichte. Die haben alle geguckt, weil es auch wirklich interessant war. Es ging auch nur irgendwie 5 oder 10 Minuten. Und jetzt darf man den Gedanken gar nicht äußern, weil man den belehrend findet. Nein, dann könnt ihr den Leuten erzählen, wie eine Rettungsgasse funktioniert und warum man es macht. Du hast ja eben auch gerade das nicht eingesehen. Aber wenn du so einen Film siehst... Und dann hat man doch hier das mit der Rettungsgasse so. Dann hat man doch mal gezeigt. Ja, nee, das hier. Da ist die Rettungsgasse. Also ich dachte, das, was ich auch nicht kann. Nee, die ganz linke Spur geht zur Leitplanke und alle rechten gehen darüber. Aber sowas prägt sich ein mit einem schönen Foto, mit einem schönen Bild, was man da machen kann. Dann vielleicht noch irgendwie gute Schauspieler, Anke Engelke erklärt das oder sowas. Also ich hätte da als Fernsehprogrammdirektor schon meine Ideen. Ja. Aber vielleicht schaut jetzt einer zu, wir stehen bereit, wir würden auch eine Folge machen. Genau, wir machen das. Mit dem hier, mit Rettungsgasse und so. Bis dahin, Sinne, allzeit gute Fahrt.